Touchdown! Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Eigentlich wollte ich gerade in meinem Glitzerkleid hier stehen und die Super Bowl Show eröffnen, denn der Super Bowl steht bevor und ich weiß, dass viele von euch ihn anschauen werden. Nachts, und ich bin mal gespannt drauf, wer die Halftime-Show machen wird und wer die Eröffnung machen wird. Ich bin ja Fan gewesen von der Lady Gaga-Show, Shakira und J.Lo. Das fand ich ja schon einmal richtig super. Und damit eure Super Bowl-Show... Kann es sein, es geht beim Super Bowl ums Football und dich interessiert die Halbzeit-Show? Kann es wirklich sein? Ist es wirklich dein Ernst? Ja. Echt jetzt? Ja. Also die ist völlig egal, wer da spielt und wer gewinnt, und es geht nur um die Halbzeit-Show, ja? Also eigentlich ist mir sogar egal, wer gewinnt, wer spielt. Ich verstehe die Regeln eh nicht. Ja. Also so gar nicht. Mhm. Darfst du nicht essen? Ich habe es noch nicht gebacken. Wir sind am Anfang des Videos. Ach so. Aber okay. Jedenfalls ist es mir wirklich egal, denn eigentlich bin ich eh nur für die Party zuständig. Ich bin nur zum Verköstigen da. Mhm. Für die Unterhaltung sorge ich. Mhm. Deswegen ist mir immer wichtiger, wer auftritt, was sie anhaben, was sie singen und wie cool die Show ist. Mhm. Der Sport interessiert mich gar nicht. Okay. Dann ist halt so. Ja. Dann weiß ich, dass ich das Ding alleine anschauen werde und ohne dich. Definitiv. Deswegen habe ich auch schon was gebacken. Und zwar gibt es heute ein tolles Gericht für eure Super Bowl Party. Ich habe jetzt hier nämlich kleine Brötchen, die aussehen wie kleine Footballs. Und falls ihr was Fleischiges machen wollt, wie er es immer haben will, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich verstehe es, ja. Darf ich meine ehrliche Meinung sagen? Denn er möchte die Chicken Wings Platte, ja. Er will die Hot Dog Platte, ja. Er möchte die große Riesenplatte. Ja. 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 Ja, sag's, was denkst du? Fleisch. Ja. Ja, und Burger und Hot Dogs. Ja, und, ja, aber manchmal sagt der Körper was anderes. Und Soße, wo ich mir ins Gesicht schmieren kann. Ja. Und die Arme reiben, ja. Ketchup, ja, durchs ganze Gesicht, so, so und dann. Genau so. Ja, das ist Super Bowl, Mensch. So. Das gibt's auch auf meinem Kanal. Klickt euch einfach durch. Du hättest ja auch noch ein Würstchen reinlegen können. Ich quetsche dir ein Würstchen rein. Ja, ja. Ja. Sag mal, bin ich der Einzige, der noch Football... Was habt ihr aus Football gemacht? Das ist doch nicht die Halbzeitshow. Das sind Männer mit Testosteron, die gegeneinander laufen mit ihren Köpfen so bam. Und dann macht's Klatsch. Und es geht nur, wenn man Würstle isst. Ja. Okay, ich zeige euch mal die Zutaten für den Teig, denn diese Brötchen bekommt ihr ganz schnell hin, ist kein Hefeteig, sondern ein Blitzteig. Ja, und macht noch ein paar Würstchen dazu und ein paar, ja, Burger. Ich spieße die einfach rein. Ja. Für den Teig verwende ich 700 Gramm Mehl, ich habe jetzt hier ein Dinkelmehl 630, einen Teelöffel Salz, ein Päckchen Backpulver, das sind 3 Teelöffel, 200 Gramm Milch, 100 Gramm Sonnenblumenöl, 2 Eier und 100 Gramm weiche Butter. Das hier ist ein All-in-One-Teig. Das bedeutet, ihr könnt einfach alle Zutaten in die Rührschüssel geben und schön durchkneten lassen. Und weil der Teig mit Backpulver statt Hefe ist, ist es wirklich auch ein Blitzteig, denn der Teig wird sofort weiterverarbeitet. Also hier erstmal alles rein. Beim Mehl gucke ich trotzdem immer, dass ich erstmal einen Teil nur mit reingebe. Denn manchmal kommt es so ein bisschen auch auf die Größe der Eier an, die man dazu gibt, ob man etwas mehr oder weniger Mehl braucht. Also wer ganz dicke Eier hat, macht gleich alle Zutaten rein, gell? Ja, perfekt. Wenn der Teig dann nicht mehr klebt, ist er super. Also ich habe jetzt auch ein bisschen weniger Mehl gebraucht. Und jetzt kann ich den zur Seite stellen und schon mal die Füllung vorbereiten. Für die Füllung verwende ich 300 Gramm Schafskäse und 50 Gramm Pesto. Ihr könnt jetzt hier natürlich jede beliebige Füllung nehmen, die euch am besten schmeckt. Ihr könnt auch Schafskäse mit Petersilie mischen oder mit Kräutern, mit Gewürzen, so wie ihr möchtet. Aber wir hatten jetzt gerade noch Pesto da, deswegen dachte ich, Pesto ist eigentlich ganz gut. Oliven passen auch gut rein, getrocknete Tomaten, Hackfleischfüllung, alles Mögliche. Ich zerbrösel den jetzt hier einfach mit den Fingern und rühre das Pesto ein. Und dann ist die Füllung auch schon fertig. Irgendwie kann ich es gerade noch nicht so glauben, aber ja, wir füllen jetzt schon die Teigtaschen. Wir nehmen jetzt ein bisschen Mehl, dann den Teig
und meine 3 mm Abstandsrollen. Und dann rolle ich das hier schön dünn aus. When I'm with you, stars align. You still is a cry. Seid ihr auch fleißig am Kochen und Backen? Und naschen und essen? Ich auch. Aber momentan bin ich auch gerade am hart trainieren. Denn ich bin ja bei Let's Dance dabei und ich komme nur weiter, wenn ihr für mich anruft. Das heißt, backt euch gerne was Schönes, aber Freitagabends, da seid ihr bitte live dabei bei RTL und ruft für mich an, für Let's Dance. Denn ich will auf jeden Fall weiterkommen. Ich höre jetzt auf zu essen. Ich gehe lieber wieder tanzen. Jetzt ist der Teig schön gleichmäßig, 3 mm dick ausgerollt. Sind es 3? Lass mich mal prüfen. Ja. Ich weiß selber noch nicht, wie es aussehen soll. Doch, ich weiß, wie es aussehen soll. Ich weiß noch nicht, wie ich ans Ziel komme, aber das werde ich jetzt gleich für euch herausfinden. Ich nehme jetzt einen großen Ausstecher, einen runden. Probieren wir das jetzt mal hier. Dann noch einen Kreis. Wird schon. Dann nehme ich den mittleren Eisportionierer und die Füllung und die platziere ich jetzt schon mal. Nee, ich nehme den kleinen Eisportionierer, war sonst ein bisschen zu viel. Okay, denn der Ausstecher hat ungefähr bis 10 cm groß, also kleiner Eisportionierer, Füllung in die Mitte und die so ein bisschen länglich anordnen. Schnell was hole. Puh, jetzt habe ich alles. Jetzt könnt ihr hier den Rand so ein bisschen mit Wasser befeuchten, damit der Teig klebt. Dann kommt der zweite oben drauf. Und jetzt habe ich mir zumindest vorgestellt, dass ich es damit nochmal so footballmäßig nachsteche. Denn wenn ihr euch fragt, was ich nicht in meiner Küche habe, dann ist es ein Football-Ausstecher. Und dann nehme ich eine Teigkarte oder ihr könnt auch eine Gabel nehmen und so ein bisschen den Rand reindrücken. Dann hält alles gut zusammen. Und wenn es dann so ein bisschen außer Form geraten ist, stecht ihr das einfach mit dem Ausstecher nach. Und damit es auch wirklich aussieht wie ein Football, kommt hier oben ein Schlitz rein und dann so quer nochmal einschneiden. Ihr bestreicht jetzt hier eure Footballs, die Footbälle. Plural. Mit etwas Ei. Und dann können sie direkt gebacken werden. Ihr könnt jetzt einfach bei Heißluft backen, mehrere Bleche gleichzeitig. Oder halt schon mal eins backen und das andere danach. Denn ich brauche noch ein bisschen Zeit für das zweite Blech. Die sehen jetzt schon gut aus. Richtig gut. Jetzt sind die Brötchen fertig. Eigentlich hat er ja schon eins probiert. Darfst du nicht essen? Ich habe es noch nicht gebacken. Du ja, hast doch schon ich eins weiß probiert. Es, aber ich komme nochmal, weil es einfach zum Video gehört. Anfang, Schluss, Hauptteil, wie in der Schule. So. Okay, dann probier halt nochmal. Ja. Was habe ich vorhin gesagt? Du hast gesagt, du magst lieber mit Fleisch und magst nichts mit Käse. Ja. So, und jetzt? Ich esse es, welches ich liebe. Was soll ich sagen? Aber du musst mich dann anschreien, nein, ich mag ich nichts mit Fleisch zubereitet habe. Ja, aber ich mag Käsebrötchen. Und am besten esst ihr die ganz warm und ganz frisch, denn dann sind sie wirklich am besten. Mhm.
Und der Murat geht sich jetzt ein paar Würstle grillen, weil er kriegt jetzt keins mehr von meinen Ja, weil meine Kumpels kommen. Ich grill mit denen jetzt. Ja, ich habe da noch Sauces im Kühlschrank. Ah, cool. Super, dann machst du draußen deinen Grill an und kannst grillen. Mhm. Ja? Mhm. So, und für alle anderen, die Käsebrötchen wollen, das Rezept findet ihr in meiner App, in Sallys Welt-App oder auf sallys-blog.de. Darf ich mit deinen Mal. Ich will mit deinen Zuschauern noch unter vier Augen reden. Kann ich das? Kannst du machen, ich kann es ja wegschneiden. Tschüss. So, es ist Super Bowl. Kannst du machen, ich kann es ja wegschneiden. Macht's gut, macht's besser, euer Murat. Ciao. Touchdown! Nein!